Sehr gerne. Sehr geehrter Herr Staatsminister Lorz, lieber Böhringer, verehrter Herr Kröll, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Landesmuseum für Kunst und Natur, im Museum Wiesbaden. Ihr seid wach, wir sind alle wach, denn wir wollen heute feiern mit euch, dass ihr an dem Schreibwettbewerb teilgenommen habt. Träume, das war euer Thema und Träume haben wir auch im Museum. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, hier als Abbildung. Das hängt leider gerade nicht, das ist im Depot, deswegen zeige ich es euch. Von einem Maler, es ist schon über 150 Jahre alt, dieses Bild von Ludwig Knaus. Das ist ein damals sehr berühmter Maler gewesen, hier aus Wiesbaden, der wirklich in Europa, in Amerika bekannt gewesen ist. Und er zeigt uns hier ja, eine Küchenmagd, die erschöpft auf der Bank sitzt, eigentlich Salat putzen sollte und kleinschneiden sollte, aber eingeschlafen ist. Und ich denke, sie träumt was Schönes. Ihre Gesichtszüge sind harmonisch, sind freundlich. Das könnt ihr euch eigentlich mal bei der nächsten Schreibidee überlegen. Was träumt sie hier eigentlich? Oder überlegen, warum schläft sie hier mitten am Tag ein? Was sind das eigentlich für Arbeitsbedingungen mitten im 19. Jahrhundert, dass jemand hier bei der Arbeit einschläft? Also das wäre ein Thema, wenn ihr durch das Museum gehen wollt mit euren Eltern. Und für euch ist der Eintritt frei. Bis einschließlich 18 Jahren seid ihr immer willkommen, einfach ins Haus zu kommen, ohne Eintritt zu bezahlen. Vielleicht wollt ihr mal durchs Haus gehen und auf eigene Entdeckungstour und schauen, welche Träume haben wir hier eigentlich in der Natur und welche Träume gibt es bei uns in der Kunstabteilung. Und wir haben eigens in unseren Ausstellungen Klemmbretter ausliegen mit Papier, da könnt ihr drauf zeichnen, schreiben natürlich, so wie ihr es ja auch für den Wettbewerb getan habt. Und in euren Köpfen stecken viele Geschichten und ich durfte einige eurer Geschichten schon lesen und bin begeistert, wirklich großes Kompliment. Und so wie in euren Köpfen, in eurer Fantasie die Geschichten stecken, so auch hier im Museum in den vielen, vielen Objekten. Und ihr seid herzlich eingeladen, wiederzukommen und diese Geschichten hier im Haus zu entdecken. Und jetzt wünsche ich uns allen einen sehr schönen Tag. Vielen Dank.